Hallo alle zusammen. Ich begrüße euch heute hier aus dem Manitou, der Live- und Erlebnisgaststätte. Lasst uns zusammen Andacht feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Und so wollen wir Andacht feiern und zusammen singen. Also beginnen wir auch gleich mit dem ersten Lied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Liebe Gemeinde, wie oft wünschen wir uns doch die Zeit zurückzudrehen. Einfach alles auf Anfang und dann gibt es diesen Virus gar nicht mehr, der doch so unser Leben derzeit beeinflusst, der dafür sorgt, dass viele Menschen krank sind und auch ganz viele sterben, der dafür sorgt, dass wir eben nicht in Gaststätten oder zu Konzerten gehen können, der dafür sorgt, dass wir mit ganz vielen Auflagen nur Gottesdienst feiern können. Doch wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir sind hier nicht in einem Videospiel, wo man sagen kann, stopp und neu laden. Denn es geht weiter, immer wieder weiter. Die Politik hat versucht, mit einem ganz speziellen Begriff Hoffnung zu wecken. Und zwar mit der neuen Realität oder mit der neuen Normalität. Doch die ist einfach nicht gut. Denn diese neue Normalität ist voller Einschränkungen für uns. Natürlich können wir irgendwie immer noch einkaufen gehen, wir können mit Leuten telefonieren, aber das mit dem Treffen ist schon eine ganz andere Sache, denn das geht nicht. Aber neu ist genau das, worum es geht. Die Welt entwickelt sich weiter und wir müssen immer wieder uns auch neu erfinden. Und alles wird neu. Und wir müssen versuchen, dass mit allem, was neu wird, dass es auch gut für alle wird. Wäre es nicht total schön, wenn irgendwann mal alles so neu ist und damit gleichzeitig so gut, dass die Menschen keinen Kummer mehr haben, keine Sorgen, keine Trauer. Dass wir leben können in purer Glückseligkeit, in Freude, im Miteinander und in der Nächstenliebe. Das ist etwas, worauf wir als Christen schon ganz lange warten, denn das ist das, was uns in der Offenbarung versprochen wird. Und so heißt es im heutigen Predigttext: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst
Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschrieben, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Gott verspricht uns, alles neu zu machen. Verspricht uns das Heil, das Himmelreich auf Erden, in der wir nie wieder trauern müssen, in der das Leid weg ist und wir in Frieden, endlich in Frieden leben können. Amen. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. Macht in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Bevor wir diese Andacht mit dem Vater unser schließen und dem Segen Gottes, noch ein paar Worte. Ich bin total dankbar, heute hier zu sein. Ich habe hier angefragt, ob ich hier eine Andacht halten kann. Und es ging. Ganz unproblematisch und unkompliziert. Und das Manitou ist ein wirklich wunderbarer Ort.
In jeder Ecke steht hier etwas, was man entdecken kann. Und das Manitou ist eins von ganz vielen solcher Orte im gesamten Land, die derzeit Einbußen haben und die eben gucken müssen, wo sie bleiben. Wir tragen alle dafür Verantwortung, dass solche Orte auch immer noch existieren, wenn die Krise irgendwann vorbei ist. Also kann ich auch hier wieder nur aufrufen, wenn Sie sich gedacht haben, ich wollte eigentlich im November ins Manitou gehen oder in irgendeinen anderen Club, dann gehen Sie doch da einfach mal vorbei und bestellen quasi ein Getränk, was Sie zwar nicht kriegen, aber was so ein Konzertticket quasi ersetzt. Denn es wird ein sehr trauriges Land sein, wenn hier keine Konzerte und keine Kultur mehr stattfindet. Das ist etwas, was mich persönlich sehr bewegt. Und der Grund, warum ich immer wieder zu sowas nur aufrufen kann, dass wir uns solidarisch zeigen mit denen, die gerade wirklich benachteiligt werden. Denn solche Anträge für Kulturschaffende sind sehr erschlagend. Und wer jemals einen BAföG-Antrag ausgefüllt hat, wird das als leichte Aufgabe sehen, im Gegensatz zu dem, was derzeit Clubs wie das Manitou ausfüllen müssten oder müssen, um irgendwelche Hilfen zu bekommen. Von da aus bitte ich ganz herzlich und mit Nachdruck wirklich um Unterstützung für solche Orte. Und alles, was wir jetzt noch im Herzen tragen und was uns bewegt, legen wir in das Gebet, das uns Christus gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Geht hin in Frieden und helft den Menschen, die derzeit alle Hilfe brauchen. Amen.